Film Mike, guten Morgen. Unterwegs für mehr Mensch. Damit die Sonne öfters für die Benachteiligten aufgeht. dapspace.de. Ich buchstabiere Dora Anton Paula Siegfried Paula Anton Cäsar Emil. Dora Emil. Inhaber dieser Domain ist Dennis Fischer, Neubrandenburg und jetzt in Hessen. Er und sein Team sind Webretter. Warum sage ich jetzt mit dieser Skyline auf? Eine Spur weltweit aus dem Frankenland. Die Grüße an natürlich Dennis Fischer. Er hat ja jetzt schon Hollywood-Partner. Kommt jetzt auch noch Bollywood? Wer weiß. Er sagt, wir müssen mehr Mensch werden. Die Ignoranz ablegen. Mehr Tier und Natur zur Geltung kommen lassen dürfen. Dass wir es können, steht außer Frage. Aber oft ist das nicht von Interesse. Erst dann, wie Azteken zu pflegen sagen, wenn der letzte Tropfen Wasser verschwunden ist und wenn der letzte Kubikmeter Sauerstoff verschwunden ist und ich hoffe niemals der letzte Mensch gegangen ist, dann wird der eine oder andere denken, Mr. Wynn hat doch leider wieder etwas recht gehabt. Dr. Ulrich Probst hat gesagt, aus München, an mir sei ein Platon verloren gegangen. Naja, vielen Dank für das Kompliment. Aber ohne Herrn Dr. Ulrich Probst wäre es nicht möglich gewesen, zu dem Megastar posthum all the best, his family. Jopi Johannes hieß das. Er meinte auch, das sind große Wege, die ich gehe. Vielen Dank. Das sagte auch Dr. Ulrich Probst, der Doktor der Kommunikation, Messen und mehr. Warum ich so aufsage ist, anders Zeichen setzen. In Franken gibt es einen Baumanager, der durch eine Trennung familiär erheblich Herzkranz gefährdet in Inbalance geraten ist und Angst um seine Hunde hat, denn diese Hunde bekommen die Spannungen mit. Jetzt steht wieder eine OP an und das geht alles in die Kosten. Welcher Veterinärmediziner hat Herz, zeigt in der Tat Herz und hilft. Bitte melden bei galacomtv@gmail.com. Ich wiederhole, galacomtv@gmail.com und dann melde ich mich natürlich zurück. Produktplacement selbstverständlich ohne Grenzen eingeschlossen. Es darf nicht sein, dass abgeurteilt wird, wer Hilfe bekommt und nicht. Und dafür setzt sich ein galacom.tv. Leider gibt es zu viele Hämmer. Ich
bin zwar unterwegs auf den Bühnen dieser Welt, FIFA and More, Final Draws. Man darf aber die Wurzeln nicht vergessen. Denn jede Stimme zählt, wenn es darum geht, Zeichen zu setzen. Denn es kann jeden treffen. Und ich weiß sicher, wer wegschaut, ist Täter. Und darum gibt es garantiert eine Reportage, die sich von schreibt. Denn Zivilcourage muss sein. Wissen Sie warum? Höchste Alarmstufen, wenn Menschen diskriminiert werden. Wenn Tiere diskriminiert werden. Ach, was will denn der da mit seinem Hund? Manchmal reicht er nicht aus. Der Band? Welcher? Des Bundesgerichtshofs, des EuGHs. Filmbike.galacom.tv setzt garantiert neue Zeichen. Und der nächste Empfang in der Allianz Arena mit den Superstars dieser Welt ist kommend bestimmt. Demnächst bei einem Megastar noch auf unserem Planet Erde. Er versteht, was ich mache. Denn wer keine Zivilcourage hat, der hat die Werte verlernt oder kennt sie nicht. Und der nächste Richtertag kommt bestimmt. Memorial, Anlass, Einweihung mit Herrn Lavrov, Außenminister amtierend Russland. Ich hoffe, dass diese Bände ausreichen. Wenn es um nächste Entscheidungen geht. Und immer dran denken, was hier steht. Wer weghört und schaut, kann, nein, ist Mittäter. Daher Zeichen setzen. Nein, das ist kein Hobby. Das heißt, Gesicht zeigen. Sind Sie Sponsor und schmeißen Sie ihn an, den Motor für mehr Mensch. Mehr Umwelt, mehr Tier. Kunst ist Lebensmittel, laut Frau Gabriele Henkel. Und das muss es auch. Zivilcourage muss Sponsor fähig sein. Was nützt das ganze Geld, wenn die Werte ohne Wert sind? Schauen Sie mal, was da steht. Kennen Sie das? Ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Nein. Und diese Aphorismen, diese freien Gedanken, die müssen sein. Denken Sie mal nach, warum sich ein Mensch so viele Gedanken macht. Es darf nicht zugeschaut werden, es muss gehandelt werden, verstehen Sie? Ob jetzt ein Tierarzt retten muss oder auch nicht, ich glaube, er hat auch einen Eid abgeleistet. Ich habe ihn nicht abgeleistet, aber ich zeige Gesicht. Auf den Bühnen dieser Welt mehr Mensch. Das heißt, was heißt das? Mehr Mensch? Nicht wegschauen, hinschauen. Ein Menschenrechtler aller Güte.
erster Güte, en schön van dij. Der Deutsche Richterbund maßgeblich beteiligt an der Freilassung unter der Federführung des Herrn amtierenden Deutschen Richterbundpräsidenten Jens Gnieser. Man könnte sagen, keine ist korrekter, fairer als dieser Jens Gnieser. Ein Wortspiel, das darf, glaube ich, erlaubt sein. Denn ohne ihn wäre garantiert Herr Engin van Dij und ohne sie Frau Dött aus dem Bundestag und vielen, vielen anderen aus Bad Nauheim wäre er nicht frei und kann jetzt ein anderes und darf jetzt ein anderes Leben führen. Freedom for Van Dij and Friends. Und garantiert bin ich nochmal bei Herrn Cristiano Ronaldo, um etwas zu kreieren, was so die Welt noch nicht gesehen hat. Und wissen Sie warum? Für dieses Ereignis. Gala Contra TV No Limits, Better Planet.